Wir befinden uns im 8. Dorsek, nach dem Untergang des Lorianischen Reiches. Captain Ramson ist auf Patrouille im Hoheitsgebiet von Durox unterwegs. Die Patrouille dauert bereits seit 2 Zyklen an und es gab bisher keine Vorkommnisse, abgesehen von Kartografien und möglicherweise einem unbekannten Nebel. Plötzlich ändert sich die Situation, als Commander Ripper eine schwache, sich wiederholende Übertragung empfängt. Dem Signal können lediglich 2 Worte, Absturz und Risiko, entnommen werden. Captain, ich empfange eine sich ständig wiederholende Übertragung. Ripper, was ist der Inhalt der Übertragung? Die Qualität der Übertragung ist sehr schlecht. Ich kann lediglich gesichert nur 2 Worte entnehmen. Absturz und Risiko. Wir müssen das Signal der Übertragung genauer lokalisieren. Dann machen Sie das über eine Triangulation. Durch eine Triangulation des Signals kann die grobe Richtung, aus der das Signal kommt, von den 3 Punkten aus ermittelt werden. Commander Ripper schickt 2 Sonden aus, um dies zu bewerkstelligen. Bevor jedoch Captain Ramson eine Meldung nach Durox sendet, will sie mehr über das Signal erfahren. Sie springt nach der Triangulation mit dem schnellen Kreuzer River Gongtse in Richtung der Übertragung. Sobald Commander Ripper die gesamte Übertragung empfangen kann, macht Captain Ramson Meldung nach Durox. Gouverneur Norbu, wir haben einen Notruf empfangen. Es ist eine sich ständig wiederholende Übertragung. Es kann also nicht gesichert gesagt werden, ob es noch Überlebende gibt. Captain Ramson, welche Information enthält die Übertragung? Ripper, starten Sie die Übertragung. Hier ist das autriskanische Forschungsschiff Taktek. Wir haben eine 10-köpfige Besatzung. Wir haben eine Anomalie im Sektor Zeta 7 lokalisiert und sind ihr gefolgt. Die Landung schien normal zu verlaufen, bis wir in der Atmosphäre waren und unsere Maschinen versagten. Wir mussten notlanden, wobei 4 Besatzungsmitglieder schwer verletzt wurden. Starten Sie keine Rettungsaktion, da das Risiko zu groß ist. Auf dem Planeten befindet sich ein gewaltiges Artefakt, dessen genaue Funktion noch unbekannt ist, aber der Grund für unseren Absturz war. Nochmals, starten Sie keine Rettungsaktion. Informieren Sie unseren Planeten über das, was passiert ist. Captain Ramson, gehen Sie der Sache nach und machen Sie Meldung, sobald Sie Näheres wissen. Ja, Gouverneur Norbu. Ramson Ende. Als der schnelle Kreuzer River Gongtse den Sprungtunnel verließ, empfing auch Ripper die Anomalie aus Sektor Zeta 7. Es handelte sich um ein Gravitationsfeld, das den Asteroidengürtel vom Planeten fernhält. Dies konnte definitiv nicht natürlichen Ursprung sein. Captain, meiner Analyse nach können wir unbeschadet nur maximal bis zum Asteroidengürtel vordringen, was immer noch ausreichend in der Reichweite unserer Teleporter ist. Das Gravitationsfeld wird unweigerlich bei jedem Versuch, mit einem Schiff zu landen, zum Absturz führen. Hätten das die Autriskaner auch wissen können? Schwer zu sagen, Captain. Unsere Erkenntnisse beruhen auf herkulanischem Wissen. Dann wahrscheinlich eher nicht. Dodge, halten Sie die Position vor dem Asteroidengürtel. Kommen Sie dem Gravitationsfeld nicht zu nahe. Jawohl, Captain. Ripper, ich denke, wir werden zuerst eine Biosonde zum Planeten und zurück an Bord teleportieren. Sollte das funktionieren, werden wir tragbare Musterverstärker mitnehmen, um zu gewährleisten, dass wir auf jeden Fall wieder teleportiert werden können. Captain, ich schlage vor, wir nehmen Hoverboards mit. Dann können wir gegebenenfalls auch Lasten transportieren. Ripper, das ist eine gute Idee. Bereiten Sie das vor.
Der Teleport war erfolgreich. Ich scanne jetzt die Oberfläche nach Lebensformen. Der Scan ergab 4 autreskische Lebensformen. Sie sind ein K-Klick von unserem gewählten Landepunkt entfernt. Sonst nichts? Sonst nichts, Captain. Ripper, dann lassen Sie uns aufbrechen. Sichern wir zuerst die Umgebung, Scan auf maximale Entfernung. Bei mir ist alles sauber. Bei mir auch, Captain. Das Schiff war gewaltig. Seinem Zustand nach ist es vor einigen Dorsek abgestürzt. Ripper, wir erkunden jetzt die Umgebung des Wracks. Ich denke, den ersten Kontakt mit den Autreska sollte Commander Talia durchführen. Ja, Captain. Ich denke auch, das wäre besser. Ramson, ruft den Admiral und Commander Talia. Captain Ramson, worum geht es? Meine Crew hat vor einem halben Zyklus eine Übertragung empfangen. Zunächst war sie qualitativ so schlecht, dass wir nur 2 Worte ermitteln konnten: Absturz und Risiko. In Absprache mit Gouverneur Norbu hat meine Crew die Herkunft der Übertragung ermittelt. Um sicherzugehen, dass es keine automatische Übertragung ist, sind wir zum Ursprungsort der Übertragung gesprungen. Wir konnten 4 autreskanische Lebensformen auf besagtem Planeten ermitteln. Captain Ramson, wie heißt das Schiff? Es ist das Forschungsschiff Taktek. Henry, das ist mein Schiff gewesen. Ich bin im Maschinenraum von der Anomalie erfasst worden. Captain Ramson, schicken Sie uns bitte die Koordinaten Ihres Standorts. Henry, ich möchte... Captain Ramson, bereiten Sie alles vor, wir werden so schnell wie möglich bei Ihnen erscheinen. Admiral Ende. Danke, Captain Ramson. Talia Ende. Talia, voller taktischer Zustand, bis du sicher sein kannst, dass alles in Ordnung ist. Ja, Henry, du sagtest es jetzt schon zum wiederholten Mal. Ich glaube, ich kann mir das jetzt merken. Verena, Energie. Das Habitat hat schon bessere Zeiten gesehen. Tatsächlich, es sind meine Schwestern. Dann mal los. Was haltet ihr von den 3 Geräten, die urplötzlich aus dem Nichts gekommen sind? Am Tag davor waren sie noch nicht dort. Vor allen Dingen keine Spuren führen dorthin, nur aus der Mitte heraus. Richtig, Ines. Jede der beiden Spuren ist ein Halbkreis gelaufen. Und dann waren sie weg. Für mich macht das nur Sinn, dass jemand den Notruf gehört hat und darauf reagiert hat. Eigentlich sind wir nicht gelandet. Wir haben ein Transportsystem, das wir Teleporter nennen. Talia? Wie kannst du durch Türen gehen, ohne sie aufzumachen? Talia erzählte ihren Schwestern von ihrer aufregenden Reise,
bei der sie auf Durox gestrandet war und den Menschen namens Henry kennengelernt hatte. Dieser Mensch besaß verlorenes Wissen und hatte die Fähigkeit, mit anderen so umzugehen, dass sie ihr Bestes gaben. Natürlich waren ihre Schwestern neugierig darauf, diesen Menschen kennenzulernen. Die Schwestern berichteten im Gegenzug von einem Artefakt, das sie in den letzten Jahrzehnten untersucht hatten. Dabei kam es immer wieder vor, dass eine Schwester dem Artefakt zu nahe kam und plötzlich verschwand. Genau wie Talia. Talia verstand die Situation besser als ihre Schwestern. Schließlich kannte sie sich mit dem Reisen durch Dimensionstunnel aus und wurde daher nicht überrascht. Sie vermutete sogar, dass auch ihre Schwestern durch ein Portal an einen anderen Ort gebracht worden waren.